ganz schön viel los hier. Was mache ich wohl hier? Ja, okay, ihr bist im Blitztrag. Der Tom bestimmt baselig, ja, weil es hier alles unlocke. Alles? Da habe ich aber eine Masse für. Willkommen in unserer Heimat, dem Urlaubsland nördliches Nordfriesland. Die abwechslungsreiche Marsch- und Geestlandschaft lädt ein zu einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten. So finden sich hier ausgedehnte Wälder mit gut erschlossenen Wanderwegen. Erkunden Sie beispielsweise auf Schusters Rappen ein Stück des Ochsenweges durch den Langenberger Forst bei Leck. Wenn Sie es lieber sportlich mögen, dann sind Sie auf den Nordic Walking Strecken richtig gut unterwegs. Die Stadt Nibel besitzt sogar einen Nordic Walking Park. Und wandern kann man hervorragend bei Ebbe auch im Bad. Nordfrieslands Landschaft lässt sich natürlich auch zu Pferde und auf dem Drahtesel erkunden. Als aktiver Golfer sind Sie während Ihres Urlaubs auf dem öffentlichen Golfplatz in der Nähe von Leck ein gern gesehener Gast. Mama, wie weit ist es noch bis zum Wasser? Das ist nicht mehr weit. Und wie lange brauchen wir in die Stadt? Meinst du Flensburg oder Schleswig oder Husum oder Tønder in Dänemark? Was liegt denn in der Nähe? Das liegt ziemlich dicht aneinander. Ich will jetzt ans Wasser. Wer baden, sonnen oder Luft holen möchte, ist in Dagebüll genau richtig. Vom grünen Strand aus bietet sich ein einmaliger Blick auf den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer mit den vorgelagerten Inseln und Halligen. Die Häfen Dagebüll mit Zuganschluss nach Nibel und Schlüttsiel drängen sich auf für Tagestouren auf die Inseln Amrum und Föhr, sowie die Halligen. Hinter den Deichen findet man Kurioses, wie etwa die nach namibischen Bahnstationen benannten und türkisfarben bedachten Höfe des Sönkenissenkoges. Daneben aber vor allem eine faszinierende und vielfältige Landschaft mit saftigen Wiesen und Rapsfeldern, kleinen Flusstälern und den typischen Knicks. Das Wattenmeer ist ein Paradies für viele Vögel und Schafe auf den Deichen gehören ohnehin zum charakteristischen Bild unserer Heimat. Die unmittelbare Nähe zu Dänemark ist ideal für einen Kurztrip in das Nachbarland. Nordfriesland ist das Land der Künstler. Mitten im Luftkurort Nibel finden wir am Rathausplatz das bekannte Richard-Heitzmann-Museum, ein bundesweit bedeutendes Museum für moderne Kunst. Das Nolde-Museum in Sebel ist weltberühmt. Zahlreiche Werke des Expressionisten Emil Nolde werden hier ausgestellt. Der von ihm persönlich gestaltete Garten lädt zum Verweilen ein. Im Andersenhüs in Risum-Lindholm finden ganzjährig Veranstaltungen statt, die auch oft unsere friesische Kultur vermitteln. Überall im Landkreis gibt es kleine Ausstellungen und weitere Informationen über die Umgebung. Nordfriesland ist modern und zukunftsorientiert. Es bietet viel Raum für innovative Technologien, gerade im Bereich regenerativer Energie. Windräder weisen uns hier genauso den Weg in die Zukunft wie unsere Solar- und Biogasanlagen. Wirtschaftlich ist Nordfriesland jedoch in erster Linie mittelständisch und landwirtschaftlich geprägt. Bei uns leben noch viele Fischer, die mit den Krabben, Muschel- und Fischbeständen der Nordsee ihren Lebensunterhalt bestreiten. Bei einem Besuch auf unseren Wochenmärkten erhalten Sie diese frischen Produkte aus der Region. Und so traditionsreiche Berufe wie den des Rehdachdeckers findet man fast nur noch bei uns an der Küste. In Nordfriesland haben sich daneben aber auch moderne Technologieträger angesiedelt, die sich wie selbstverständlich etwa in das von der friesischen Kultur geprägte Stadtbild von Nibel einfügen. Göwin Bitsch für den Stellmund. Tschüss. Verlock. Nordfriesland ist die Heimat des Stellmühn-Herrenkog-Triathlons. Seit 1991 wird auf und um den Hof von Peter Brodersen begeisternder Sport in ungezwungener und familiärer Atmosphäre geboten. Auch in diesem Jahr werden sicher wieder viele Geschichten geschrieben, die unserer Veranstaltung ihren Kultcharakter verleihen. Trainiert fleißig und passt auf euch auf. Wir sehen uns am Start im Herrenkog.